Frenkel frotzelt präsentiert. Spiele mit sexy Chantal. Heute. Battlefield 3. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zu einem neuen Spiele mit sexy Chantal. Ich habe mir gedacht, die gute Frau soll mal Battlefield 3 ausprobieren. Und ja, ich habe mir einen Gegner ausgesucht für sie, der, naja, eigentlich gar nicht mal so gut ist. Das ist nämlich der Rocktox. Und der Rocktox, das ist ja mein Auftragskiller für die VIP-Jagd. Und der messert ja so gut. Und deswegen werdet ihr heute sehen, wie Chantal versucht, Rocktox zu erschießen, während er versucht, sie zu messern. Ja? Ich wünsche viel Spaß und gebe ab an Chantal. Ach, ihr Schwabbelschweinchen, hier ist eure Chantal. Ich frage mich, ob Herr Frenkel wieder mal am Klebstoff geschnüffelt hat. Was für eine beschissene Idee, dass ich Battlefield 3 spielen soll. Zugegeben, ich habe geäußert, diesen Rocktox unbedingt mal flachlegen zu wollen. Allerdings meinte ich das ganz anders, als es Herr Frenkel verstanden hat, diese Flachpfeife. Ich sagte wörtlich, dass ich den geilen Stecher Rocktox treffen möchte und meinte ein Date. Worauf Frenkel antwortete, kannst ihn gern treffen. Am besten genau zwischen die Augen. Ha ha ha, selten so gelacht. Chantal ruft Rocktox. Ist das etwa der Eiffelturm? Ja, das ist, wir sind in Frankreich. Paris. Paris, wie wunderbar. Okay, Mona Nur, du süßes Pupspärchen, warum sollen wir uns ausgerechnet in der Stadt der Liebe tanken? Ich möchte dir nicht wehtun. Lass uns lieber Liebe machen. Ein bisschen Geschlechtsverkehr, was hältst du davon? Hallo? Äußere dich doch mal zu meinem Angebot. Nicht so schüchtern. Komm doch einfach raus und wir reiben unsere nackigen Leiber aneinander. Bring mich doch nicht auf dich zu feuern. Gegen mich hattest du eh keine Chance, Hasenmäulchen. Ey, was soll das? Ich rede von Friede, Freude und bei Schlaf. Und du nutzt die Situation schamlos aus. Na warte, das gibt Rache. Ha, hab ich dich. Oh, peinlich, das war nur eine Statue. Lach nicht, du mieser Lurch. Mein lieber Freund, jetzt hast du mich wirklich sauer gemacht. Argel. Na ja. Also. Das war jetzt natürlich Absicht. Ich wollte, dass du 2:0 führst, damit du nicht gleich weinst, du Lappen. Deine Mama kann schon mal anfangen zu heulen und den Bestatter anrufen. Ja, mein Lieber, ab sofort hat es sich ausgelacht. Ab jetzt mache ich ernst, du Nutzviehbesamer. Jetzt mache ich dich alle. Ficken. Schön auf der Seite. Rocktox, du bist nur ein blöder Noob. Deine Schrittgeräusche verraten dich. Mann, jetzt hattest du so viel Dusel wie Gustav Ganz. Meine Mumu hat gejuckt und ich musste kratzen. Alter, ich mach aus deinen Eiern Salat. Gleich. Verdammter Scheißdreck aus der Dreckshölle nochmal. Ich glaube, meine Maus hat geklemmt. Oh, ein Devibrator. Den benutze ich später. Jetzt gibt es Wichtigeres. Okay, pass auf, Rocktox, du Elektrozaunlutscher. Ich mach dich jetzt auch Messer. Ich werd dich also richtig demütigen. Nimm das. Ficken, ficken, ficken. Du atmest schwer, Rocktox. Bist du wegen mir erregt? Na warte, ich krieg dich, du schwule Ausführung von Darth Vader. Hier muss er irgendwo sein. Okay, jetzt zerquetsch ich dich, du Wurm. Du hast die Granate geworfen. Nein, ich hab die Granate nicht geworfen. Ich wollte sie dir in den Enddarm schieben, weil du mir ja auch so auf die Hämorrhoiden gehst. Mistpuff. Wieder tot. Oh Mann, jetzt auch noch von hinten. Rocktox ist echt eine Schwuppe. Ihr habt es alle gesehen. Ich habe gehört, Mr. Pink sammelt sogar My Little Pony Figuren. Oh je, du hast es wirklich nötig, mit schmutzigen Tricks zu arbeiten. Jetzt greifst du sogar schon aus der Luft an, du Weichei. Ja, das ist, wenn man bei dem Spawn-Weg spawnt, dann wird man automatisch mit Fallschirm abgesetzt bei offenen Maps. In der Metro spawnt man einfach bei dem Ding. Ja, ja, du kannst viel behaupten. Weil du denkst, ich kleine dumme Frau weiß nix. Ich weiß aber sehr viel. Zum Beispiel, dass ich dich jetzt messer, du Sohn eines Gulis.
komm, ich mach dich jetzt Krankenhaus, du Opfer. Was ist das hier? Das Finale von Let's Dance oder was? Fuck, das war jetzt eine gute Chance. Du hattest mir deinen hässlichen, behaarten Rücken zugedreht. Verfickter Blaumalkot. Das war jetzt ein Zweikampf. Gut, ich gebe es zu. Weil ich den Pfadfindern angehöre und jeden Tag eine gute Tat vollbringen muss, habe ich dich bisher jedes Duell gewinnen lassen. Vorhin bin ich schnell aus diesem Scheißverein ausgetreten. Bumsenheimer Beulenpest. Das war jetzt natürlich nur Glück. Hättest du mal heute Lotto gespielt, hätte dir mehr gebracht, du Real-Life-Versager. Ha 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 ha. Jetzt aber. Jetzt steck ich auch mal bei dir was rein. Stehst du doch drauf, Rocktox, gib's zu. Oh. Siehste. Kaum macht Killer Chantal ernst, ist es vorbei mit deiner Herrlichkeit. Ja, ich hatte gerade einen Messerbug. Einen Messerbug. Ist klar. Und dein Homolatex-Anzug war auch zu eng am Sack rum. Ganz zu schweigen von der hohen Luftfeuchtigkeit. Genau. Rocktox, ich fasse die Wahrheit zusammen. Chantal hat dich einfach geohnt. Deshalb kriegt sie jetzt ganz viele Likes. Bussi auf Bauch und ciao.